Hallo und willkommen, ich bin's MK3 und wie ihr seht, ist mal Zeit für ein bisschen Warframe. Ein bisschen Warframe am Rande. So, hier, das ist jetzt zusammengebaute Geschichte von zwei verschiedenen Sachen. Nämlich zum einen gehe ich noch kurz darauf an mit dem neuen Update, dann gehe ich kurz noch darauf ein mit dem neuen Technical Alert. Ne, Tactical Alert, nicht Technical. Wir sind ja nicht am Technik, wir tun ja keine Kabel verlegen und sowas. Ja, aber mit dem Tactical Alert, gerade zu Halloween, da sollte man sich auch mal ein bisschen genauer was angucken, weil der ist sehr trickreich, möchte ich sagen. Auch als überaufgepimpter Prime kriegt man so auf die Latte teilweise, dass man direkt tot auseinanderfällt. Deswegen gucken wir uns da mal kurz was an. Und natürlich, wir gucken uns als allererstes, bevor wir das alle machen, gucken wir uns den Händler an. Gucken wir uns den Händler an und sehen, was der hat. Ich habe schon immer gelinst. Der ist dieses Mal auch übrigens auf Mercury, also Merkur. Und das ist La Ronda Relay, auch genannt. Gut, springen wir mal gerade dahin. Ich war schon leicht erschrocken, wo ich das gesehen habe, dachte mir so wie, oh. So viele Prime-Sachen habe ich gar nicht. Ich habe mal geguckt, wenn ich jetzt alles, was ich Prime-mäßig fast besitze, in den Locus werfe, dann kann ich mir da alles holen. Wenn ich alles wegwerfe, aber alles. Wir reden auch davon, dass ich den Mac Prime Skin, kompletten Mac Prime oder auch einen kompletten hier Loki Prime einfach mal komplett aus dem Fenster tigern lasse und sage mir so wie, naja, wo, stopp. Du siehst keine Skindo Prime zerlegen und auch keine Daka Prime und auch die Latron Prime, wie hältst du jetzt mal bitte schön? Weil die gibt es nicht mehr im Spiel, das wäre doof, wenn du die einfach aus dem Fenster kegelst, nur um so ein paar Sachen hier zu kaufen, die womöglich irgendwann nochmal kommen. So, hier ist auch schon der Händler. Hier sind alle Denos, die jetzt gerade nicht geladen wurden. So, und das ist eigentlich, was wir neu gekriegt haben. Wir haben erstmal, fangen wir vorne an. Primed Target Cracker. Jawohl. Das sind 110% Bonusschaden bei Critical Hits. Ja, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig davon jetzt angetan. Jetzt werdet ihr sagen, aber warum nicht? Ganz einfach, wir haben einfach keine Schusswaffen, die jetzt unfassbar hohen Crit-Value kriegen. Ich meine, die können toll critten, die Pistolen. Aber wir haben den Crit-Multiplier nicht so toll. Das ist zwar jetzt auch ein Teil für den Crit-Multiplier genau, damit der höher kommt, aber mal im Ernst, wenn ich jetzt ein 2er-Crit-Multiplier habe und hau das Ding da drauf, da sind wir bei 4,2? Kommt das hin? Könnte sein, ja. Ich glaube 4,2 mal der Schaden. Und selbst wenn wir 30%, was wir nicht haben, aber ich glaube 25% Crit haben, also gemoddet, wie ich es jetzt hätte, wäre das, habe ich eben schon mal geguckt, sind es 50%. Und 50%, die haben wir sowieso, in jedem Fall, aber jetzt unabhängig davon, jetzt wird der anstatt Heder, ich meine, Heder-Mod ist ja auch nur geringfügig, der ist schon ein bisschen besser als der normale Target-Cracker, aber ich meine, ich glaube, mit meinem Target-Cracker, der auch nicht voll ist, da komme ich jetzt auf, anstatt von zweifach auf dreifach Schaden. Aber die Schusswaffen in der Regel, die so viel Crit haben, die machen meistens nicht so viel Grundschaden. Da fehlt mir so ein bisschen dieser Bäm, wenn ich Schusswaffen hätte. Da könnte ich jetzt völlig am Rad drehen. Wenn ich Schusswaffen hätte, jetzt hier die normalen, so wie die Galkata, wo wir gleich noch drauf eingehen werden. Aber da könnte ich zum Beispiel hinzugehen, da habe ich Hammershot. Und dann habe ich noch hier Vital Senses. Und wenn ich das zusammenpacke, dann komme ich natürlich dann auf locker flockig, weil da glaube ich 180% Bonus Crit-Schaden. Und dann, wenn dann auch noch Waffen dann rumfliegen, die so dreifach Basis-Crit haben, ne? Dann kommt man wahnsinnig hoch. Da kann man unfassbar krasse Mörder-Über-Crit-Klamotten, nicht unbedingt, aber auf jeden Fall normaler Crit bauen. Und wenn man Über-Crit geht, ist es auch super klasse damit. Da kann man richtig schöne große Zahlen damit basteln. Und bei Pistolen... Es fehlt mir noch die Pistole, die jetzt richtig sagt, komm am besten, ich hätte am liebsten gerne eine Pistole, die so ähnlich funktioniert wie der Dreadbogen oder jetzt der Paras Prime. Ja, die einfach über 100 mit Mods natürlich jetzt, über 100% Crit kommen könnten, dass man den Übercrit halt kriegt bei Pistolen. Dann wäre der Mod sensationell, weil dann reden wir immer nicht von den normalen Vervielfältigungen, sondern eben... Nicht Verdopplung, also angenommen, man hat jetzt doppelt Schaden, sondern dann hat man auf einmal wegen dem Übercrit plötzlich vierfach Schaden und dementsprechend höher auch skalieren die Werte. Und dann sage ich mir so, oh, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen, aber so eine Waffe haben wir nicht. Wir haben nichts, was 50% Crit standardmäßig an Pistolen hat. Haben wir nicht. Also ohne Mods. Haben wir nicht. Und dann ist so ein Mod, der ist nicht schlecht, ja. Ich bin dicht davor, mir den auch zu holen. Dann auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die... Deswegen, warum ich das womöglich nicht machen werde, wegen der Prisma Grakata. Und das Ding sieht einfach mal nur nice aus. Und hat gute Stats. Ja,
jetzt die Stats sind nicht hoch, das versteht mich nicht falsch. Ich meine, 4,4 Schaden, 3,7 Schaden und 2,9 Schaden, ist egal, welche Reihenfolge man das nimmt, ist es verdammt wenig in jeder Hinsicht. Aber das Ding schießt scheiß schnell. Wir reden immer von einer Feuerrate von 21,67, sagen wir mal 22 Schuss die Sekunde. Sagen wir einfach mal, das ist nicht verkehrt. 25% Crit, Crit-Multiplier von 2,5, und natürlich Status nochmal von 20% und ein Magazin von 120. Für mich, ich könnte mir vorstellen, dass die Waffe womöglich als so eine Art, ja, nicht nur als so eine Art, sondern womöglich so eine Art Soma gegen Primär, womöglich gegen Korpus benutzen wollen würde fast. Weil das Ding macht halt super viel Crit-Schaden. Und dann muss ich sagen, da bin ich fast für. Und vor allem ist es eine Waffe natürlich in der Sammlung, die dann auch nochmal Level steigen kann, worauf ich ja nochmal Mastery rein ein bisschen was kriege. Weil ich wisse ja, ich bin ja so langsam am dahin kommen, dass ich alle Waffen habe. Und dann wäre natürlich Hitty auch mal schön im Sortiment zu haben, dass ich sagen kann, und die hatte ich auch. Ich bin mir nicht sicher, weil es ist verdammt teuer. Ich meine, hier jetzt die Credits sind egal, aber 610 Orogen-Dukaten, die habe ich jetzt nicht so ohne weiteres rumliegen, sage ich mal. Aber ist okay. Da, wenn ich mir so hole, werdet ihr womöglich noch was später davon sehen, weil da werde ich definitiv was rumstricken gehen damit. Definitiv, sag ich jetzt schon. Gut, gehen wir mal noch zum letzten Mod. Das ist nämlich kein Mod, das ist einfach nur ein Skin. Ich habe schon gehofft, dass da irgendwas Schönes bei rauskommt, aber nein, das ist tatsächlich nur, in Anführungsstrichen nur, ist auch nur ein Bild, wir haben jetzt keine Animation dazu. Es ist vom Dark Sword extra von dem Event, was wir jetzt haben, Halloween-Event, ist das sozusagen ein Waffenskin. Es ist einfach der Day of the Dead Dark Sword Skin. Ist einfach schon schön bemaltes Dark Sword ist es jetzt geworden. Und da muss ich sagen, 320 Dukaten und 250.000 Credits nur für einen Skin, da ist die Waffe nicht bei. Nee. Ernsthaft ist mir das zu teuer. Vor allem, ich finde das Dark Sword auch gar nicht so gut. Wir gehen ja nämlich mal ganz kurz aufs Schiff zurück. Nur, damit wir auch mal uns angeguckt haben gerade. Nur, damit wir sagen können, worüber reden wir hier eigentlich? Ist es eigentlich eine gute Waffe? Soll man sich das holen? Will man das vielleicht dann doch eher benutzen, weil es dann cooler aussieht? Weil normalerweise das Dark Sword sieht nicht toll aus in meinen Augen. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht, wo man sagt, oh, ist das toll optisch, sondern immer so wie, ja, ich hab's halt. Gut, gehen wir mal gerade kurz gucken. Das normale Dark Sword ist auch, lass mich jetzt gucken, da. Ach, hier vorne. Gut, dass ich diesmal direkt nach Alphabetisch geguckt habe, nicht irgendwie eher runtergescrollt bin lange. Dark Sword. Es macht 37 radioaktiven Schaden. Ich bin kein Freund vom radioaktiven Schaden. Ich meine, den Effekt finde ich toll. Ich meine, das sieht cool aus. Ja, diese kleinen Flämmchen, die überall rauskommen, das sieht toll aus. Also, sei nichts zu, ne? Auch die kleinen Blitze, die zwischendurch auftauchen. Aber es ist, 37 radioaktiven Schaden. Ich meine, wenn man auf dem Boden, wenn man hochspringt, nach unten guckt und dann schlägt, hat man natürlich diese schöne Schockwelle und alle werden womöglich radioaktiv. Aber ich meine, was macht das sonst noch? Radioaktivität. Ich meine, die Gegner können sich gegenseitig Schaden machen. Wow. Ich meine, es gibt natürlich durchaus Events und Ecken, wo das hilfreich sein kann. Dann bringen sich gegenseitig womöglich die Gegner schneller um, was man gucken kann. Aber im Normalfalle. Ich weiß nicht. Wobei, ich glaube, ich habe schon mal gesehen, wenn die Gegner radioaktiv sind, fangen sie auch gegenseitig an, sich wirklich anzugreifen, was auch irgendwie lustig war, weil die sich nicht mehr erkennen scheinbar und dann hauen sie gegenseitig auf die Fresse einfach nur. Aber trotzdem, ich bin da wirklich nicht so ein Freund von, vor allem wenn wir jetzt auf die Stats unten gucken. Es ist langsamer als eine Sekunde, es ist also ein langsam hackendes Schwert, standardmäßig. Dann ist es eine 5% Crit-Chance, also ich meine, das kann man schon vergessen. Und der Crit-Multiplier ist 1,5, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Es macht überhaupt keinen Sinn, da Crit reinzupacken, in irgendeiner Art und Weise. Höchsten Status von 10%, sage ich auch so, wie 10%? Es ist wirklich nicht super. Ich meine, mit 37 Schaden. Aber wie gesagt, nein. Ich bin, wie gesagt, nicht wirklich ein großartiger Freund davon. Vielleicht habe ich es auch bis jetzt aber falsch benutzt, aber man müsste wirklich komplett auf Status gehen, damit man, wenn man Gegner schlägt, die ganze Zeit schön die Radioaktivität schön verteilen geht oder andere Effekte, die da mit reinspielen. Aber wie gesagt, Radioaktivität ist jetzt, wo ich sage mir so, ja und? Weil ich will die Gegner eh umbringen. Wenn ich meinen Gegner, nur als Beispiel, ich schlage jetzt auf den Gegner ein. Das brockt jetzt. Der Typ ist radioaktiv, wird von den Gegnern also mit angegriffen, beziehungsweise kriegt auch Schaden von denen. Ich will den eh schnell umbringen. Ich meine, ich warte jetzt ja nicht stundenlang darauf. Es gibt Fernwaffen, die Leute radioaktiv machen. Das war wieder cool, weil das sagt man nicht, man schießt so einen Gang rein, man trifft ein paar Leute, die bringen sie erstmal Gegenständen um. Wenn ich da reinlaufe im Nahkampf bin, müssen die Gegner vor mir schnell tot sein. Ich will ja nicht lange warten, bis jetzt Gegner anfangen, auf den einzudreschen oder zu schießen. Dauert zu lang, meine ich. Aber gut.
Ist schwierig, weil an sich ist es ein cooles Schwert, auch mit dem Skin wird es bestimmt noch cooler aussehen, aber ich weiß nicht, so von den Stats her, nicht so meins. Ganz ernsthaft, nicht so meins. Wenn ich das drängende kann, ich weiß, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber allein nur der Slash-Wert ist doppelt so hoch. Nur der Slash-Wert ist doppelt so hoch, schon vom Schaden her. Dann kriegt man noch, also ne, Schnittschaden, und dann kriegt man noch hier diverses noch oben drauf von den anderen beiden Schadensrichtungen. Und auch der Crit-Wert ist viel besser. Status ist besser. Crit-Multiplier. Besser. Ich meine, ja, ich weiß, eine völlig andere Waffe, aber trotzdem. Ich meine, von der Geschwindigkeit. Warte mal, wie schnell ist das Schwert überhaupt? Dieses Schwert greift schneller. Oh, wait, ich habe gerade nichts gesagt. Ich bin schon wieder falsch. Aber, nee, warte mal, doch. Wenn da steht 0, irgendwas, dann müsste das. Boah, ich vertue mich jetzt gerade wieder, oder? Lass mich kurz den Hammer gucken. Doch. Wollte ich mich gerade sagen, wenn man es unter 1 hat, dann werden die Waffen nämlich langsam. Aber doch, stimmt. Das heißt, Bonbon, das Drachendekaner ist tatsächlich definitiv schneller als ein Dark Sword. Sag ich nur. Nee, danke. Ich meine, ich finde es schön, dass wir jetzt so ein Ding hingekriegt haben, aber nee. Flirty das trotzdem aber haben wollen und sagen, okay, ich hole mir das Skin, aber wo kriege ich das Schwert her? Kein Problem, die nächsten 24 Stunden könnt ihr das Dark Sword Blueprint euch besorgen und das Ding euch selber bauen. Könnt ihr den Skin drauf knallen und sagt dann, yay, yeah, ich habe die Power oder so ähnlich. Gut, gehen wir jetzt erstmal weiter. Ganz kurz vielleicht noch zu sagen, ja, es gibt einen neuen Raid. Vielleicht ganz kurz, lasst mich kurz gucken. Es gibt einen neuen Raid. Es gibt den neuen Raid, The Jordas Verdict. Und damit könnt ihr euch für diesen Plan, wenn ihr euch den gekauft habt, könnt ihr zu 8 Leuten euch einem gigantischen Monster stellen im All. Also wenn ihr euch jetzt schon mal vielleicht reingezogen habt, wenn man beim Atlas sich ja besorgen muss, muss man am Ende ja so ein relativ großes Vieh besiegen, so ein Space Golem, wenn man so will, aber so ein mutierter, so ein infizierter Haufen. Und stellt euch vor, ein gigantisches Schiff wird sozusagen zu diesem Golem. Yep, das ist der Raid, ihr zerlegt ein gigantisches Schiff in Form von einem Golem, also in Form von diesem mutanten Golem, aber eben zu 8. Okay, lassen wir mal so stehen. Viel Erfolg dabei. Ich kann bis jetzt noch nichts davon zeigen. Ich war noch nicht drin oder so. Ich habe noch nichts geguckt. Da dachte ich mir so wie, nope. Das, viel Erfolg. viel Erfolg, sage ich einfach nur. Viel Erfolg. Dazu dann aber vielleicht mal mehr, sobald ich vielleicht mal die Gelegenheit hatte, irgendwo mal damit reinzuschneiden. Aber so lassen wir das erstmal einfach so stehen. Es ist bestimmt nicht einfach, kann ich jetzt schon versprechen, weil auch die anderen Trials, die es immer noch gibt übrigens, falls einer die sucht, die sind natürlich unter Equipment, unter Keys and Drones, und da seht ihr, das sind nämlich the Law of Retribution und the Law of Retribution of Nightmare. Viele Leute, die meinen, es wäre noch zu einfach gewesen. Gut, gehen wir aber mal hinfort. Wenn es einer interessiert, ich habe auch damals für Law of Retribution tatsächlich mal was aufgenommen. Da war ich nämlich mal mitgenommen worden. Falls einer mal wissen will, wie es darin aussah, da gibt es dann 3 Videos für. Gut. Dann das Event. Das Event, warte mal, haben wir irgendwas anderes? Warte mal, wir haben den Händler gerade, wir hatten. Ich bin mir sicher, dass es 3 Sachen waren, die ich angesprochen hatte. Doch, das mit dem Patch, ja. Das der letzte Patch hat gesagt halt, hier, ihr könnt jetzt in den Trial gehen. Und am besten, wir schneiden mal sofort rein, nämlich bei dem Tactical Alert. Damit wir mal sehen, was da so passiert. Dann wisst ihr auch mal, wie sehr ich scheitern werde hier drin. Weil das ist doof. Kann ich mir die normale... Gut, wir nehmen mal die normale Variante, weil ich finde hier die... Wobei, gut, wir versuchen die bessere. Ja, ist okay. Es gibt ja nur 2 Stufen davon, es geht also auch nicht weiter. Ich verspreche jetzt gar nicht, dass es jetzt großartig klappen wird, was ich hier vorhabe. Es kann sein, dass es völlig scheitern wird, was ich hier tue. Ihr seht, wir sehen... Oh mein Gott! Mir ist gerade was eingefallen. Ich habe nicht als Gruppe bin ich hier reingekommen, jetzt bin ich alleine. Lassen wir das gerade mal, würde ich sagen. Schnell raus, bevor ich tot bin. Man sollte wirklich als Gruppe da reingehen. Wie ihr gerade vielleicht kurz gesehen habt, ich habe keine Waffen, keine Rüstung, keine Abilities, kein Mana, nix gibt's da. Ich habe 50 Schild und 50 Lebenspunkte. Das ist sehr, sehr dünn. Deswegen sollte ich vielleicht hier oben wirklich einstellen, dass ich nicht alleine reingehe. Ja, aber ähnlich wie bei der Sabotage-Mission können wir natürlich jetzt hier Caches finden. Und das sollten wir auch versuchen. Wobei, doch, das sind 3 Grenier-Caches. Und wie ihr seht, das ist jetzt nicht eine beschissene Grafikeinstellung von mir. Das sieht tatsächlich jetzt so düster und schlimm aus. Und hoffentlich tun die Leute nicht auf die Idee kommen, hier die ganzen Typen zu besiegen, weil das funktioniert eh nicht. Einfach vorbeilaufen und sagen, läuft. Wir können zwar hauen, ein bisschen. Warum?
Ich wollte gerade, warum kämpft der da vorne? Aber wieso laufe ich da vorne überhaupt hin? Hilf mir mal gerade auf. Normalerweise bin ich fast der Neigung zu sagen, wenn einer hier hinfällt, ist er selber schuld. Wobei ich jetzt eben... Jungs, was macht ihr da? Ihr sollt nicht gegen die kämpfen. Ach komm, ich laufe jetzt weiter. Ich laufe jetzt weiter. Weil wenn die meinen, sie müssten hier gegen jemanden kämpfen wollen, dann werden sie feststellen, dass es eine saudumme Idee ist. Es ist eine saudumme Idee. Ich gucke mir gerade die Sache hier von ein bisschen hier oben an. Hm, hier ist nichts zu sehen. Da ist aber so ein Teil. Da kann man natürlich drauf mit der Faust. Wir machen nämlich kaum Schaden auf die Typen. Es macht überhaupt keinen Sinn zu kämpfen hier. Deswegen... Er ist died. Ja, ich weiß, dass er gedeiht ist, aber ich gehe da auch nicht hin. Weil ich weiß, dass ich genau zwei Schläge aushalte, dann liege ich tot im Dreck. Ich meine, genau für Hit-Typen, die schmeißen natürlich gerne um. Deswegen, ich habe da keinen blassen Schimmer, was die Leute hier reitet, jetzt alle mit allen in den Nahkampf gehen zu wollen. Da laufen die vorbei und hauen auf die einen und denke ich mir so wie, ja Leute, das müsst ihr nicht. Ihr müsst vorbeilaufen an denen nur. Hier können sich von den Pumpkins überall, von den Kürbissen noch ein bisschen was kriegen extra, ein bisschen Loot. Und am besten alles ignorieren sonst. Schnell vorbei, schnell vorbei, schnell vorbei und raus hier. Bisschen rumgucken, immer sowas sehen, okay. Und da ja immer wie immer bei Sabotagemissionen die Dinger hier super verteilt sind, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt die Dinger finde. Ich habe noch nie auf der Erde... Ups. Ah ne, halt, ich sollte auch da nicht kämpfen gehen versuchen lange. Weil das hat keinen Sinn. Bist du ein Cache? Ich habe einen der Caches gefunden. Oh mein Gott! Ja, und man soll auch nicht so lange darauf freuen und sagen, hey, ich hab's geschafft, hey, seht nur, wie toll ich bin, weil schnell weiterlaufen besser. Sonst ist mal tot. Wir müssen hier noch was sabotieren und mal gucken, ob wir es überhaupt hinkriegen, das zu sabotieren. Womöglich sterben wir einfach bei dem Versuch nur. Das sind die einzigen Teile, die hier ein bisschen uns eine Option zum Angreifen geben, nämlich diese Teile hier, diese Kürbisse die übereinander. Wenn der Typ nicht immer alles kaputt schlagen will, der Idiot. Aber da hinten sehen wir sowas, da hinten so drei Kürbisse, die übereinander hängen. Ich würde auch gerne mit der Kamera was fotografieren, das geht hier leider überall nicht. Ich habe nämlich hier keine Option. Ich kann keine Items aktivieren, keine Powers, keine Waffen, nichts. Ich kann nur ein bisschen treten und mal so einen Kick zwischendurch machen, aber das ist natürlich alles Quatsch. Wir machen so wenig Schaden, dass die Gegner uns auslachen, wenn wir das versuchen. Und dann sollten wir es wirklich einfach sein lassen. So, ich sehe hier zwischendurch aber durchaus noch ein paar Sachen, wo wir hier... Du bist einfach nur... nein, ich würde dich hauen. Ausgezeichnet. Ein bisschen Affinity nebenbei. Ach genau, wir sollen hier die Dinger natürlich hacken und dann kriegen wir nämlich... extra eine Energiezelle und wenn wir Zeit davon haben, können wir hinten nämlich gleich eine Tür öffnen. So wie jetzt. Ich packe mir das Ding mal schnell, lauf mal los. Hier vorne ist nämlich die Tür. So, eine Energie-Dinger machen wir hier rein. Fupp. Wunderbärchen. Wenn wir zwei davon zusammen haben, geht die Tür auch auf und dann können wir hier endlich weiterkommen. Und hier die Typen kann man natürlich gut in diese Sachen hier reinlocken. Man muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwo versehentlich so lange stehen lässt. Oh! Und wir haben noch einen Cache gefunden. Das ist super, super. Die Frage, wie man das jetzt machen soll. Leute, lockt die doch mal weg. Lockt die doch mal weg. Leute, weglocken. Schlecht. Naja, Leute, das funktioniert so nicht. Funktioniert so nicht. Das funktioniert so... Ah, fuck. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wo der andere Typ ist. Aber normalerweise hat es auch keinen Sinn, hier großartig rumzukämpfen. Oh mein Gott. Normalerweise bin ich fast dann nach Meinung, einfach Leute tot im Dreck liegen zu lassen, weil jeder, der hier so lange meint, wir müssen rumzustehen, dann schaffen wir das nicht. Oh, wir haben einen umgehauen. Wir haben einen umgehauen. Ausgezeichnet. Weil die Mission ist tatsächlich nicht dafür da, dass wir alles kaputt schlagen in unserem Fäusten, sondern eigentlich lieber einfach abhauen. Am besten einfach abhauen, die Sache schnell durchziehen und dann weg sind, bevor hier was Schlimmes passiert. Natürlich kann man die mit den Fäusten töten. Ich sage ja nicht, dass man es nicht kann, nur man sollte es nicht unbedingt, weil, mal im Ernst, mit 50 Lebenspunkten, die müssen ja nur einen quersitzenden Furz haben und wir sind tot sofort. Oh mein Gott. Deswegen bin ich auch dabei, eher so in die Luft zu springen. Mal von oben lieber zu gucken, damit ich nicht direkt gekillt werde. Okay, wir haben alle Caches, haben wir. Wir haben alle Caches, gut, gut. Und jetzt bin ich hinten reingelaufen, was eine Sackgasse ist. Oh, lieber weggehen. Man sieht die Typen auch so wahnsinnig spät. Das ist auch so eine Sache. Nein. Jetzt hänge ich doof fest. Jetzt hänge ich sehr doof fest. Oh, jetzt komme ich raus. Wir müssen immer noch weiter. Wir haben die Mission noch nicht mal geschafft. Wir haben zwar die Caches gefunden, was eine gute Sache ist eigentlich. Aber, oh. Okay, die Caches sind also scheinbar auch hier. Wie bei der normalen Mission. Immer vorne. Also bevor wir das Ding zum Sabotieren halt so treffen.
muss nicht sein, aber in dem Falle war es mal so. Oh. Ich habe das Gleiten auch wieder entdeckt, wie ihr seht. So ein bisschen gleiten und da ist der Typ, den wir killen sollen. Seht ihr den großen Typen? Ja, oh mein Gott, ich bin mitten reingelaufen in einen. Oh. Wir sollen eigentlich nur uns hinstellen, so, zu diesen Brandtürmen. Und die Brandtürme sozusagen uns dann als Ziele anbieten, damit die Typen da reinlaufen. Was die jetzt hier gerade die ganze Zeit tun, verstehe ich jetzt nicht. Aber ist egal. Wir machen gerade was Dummes hier vorne. Was saudumm. Ja, weil das Wiederbeleben ist tödlich. Man darf einfach nicht sterben. Das wäre das Beste gewesen. Man darf eigentlich nicht sterben. Komm, wir machen den Revive jetzt mal an. Ich lebe aber nicht wieder, was in meinen Augen sinnlos ist. Ich gehe jetzt erstmal weg. Weil wir können nicht wiederbeleben. Belebt euch wieder, Jungs. Belebt euch wieder. Nein, hör auf, wiederbeleben. Lass den Schwachsinn doch bitte. Oh, shit. Den habe ich jetzt mal einen getroffen. Gut. Die Typen werden natürlich, wenn sie im Feuer stehen, gut erwischt. Deswegen, normalerweise müssen wir uns hier in der Nähe von den Türmen aufhalten. Der eine greift uns an. Man lockt die Typen so weit es geht hier rein. Auch den Boss am besten. Und der kriegt dann über die Zeit Schaden. Das ist so der Plan. Was anderes haben wir nämlich nicht. Mit der Faust draufschlagen lange. Das ist lächerlich. Sorry, aber das ist lächerlich. Das hat schon mal einer probiert. Und das hat ewig, oh mein Gott, ewig in 3 Tage gedauert. Wegrollen, wegrollen, wegrollen. Komm zu mir, Jungs. Komm zu mir. Nein, warum gehen die Nahkampf mit dem? Was ist da für eine Scheiße am Laufen? Die sind noch verrückt, die Typen. Genau, geht hier vorne hin, geht hier vorne hin, brennt alle ab. Weil wie ihr seht, der Boss hier, der hält nämlich nicht so viel aus eigentlich, aber es sei denn, man macht jetzt unbedingt mal den Nahkampf. Oh, shit. Oh nein, 4 Lebenspunkte noch. Oh Mann. So, versuchen, ob ich es hinkriege. Ist eigentlich doof, aber da kommt noch einer. Oh, das ist weit weg. Oh! Ne, mit 4 Lebenspunkten riskiere ich das nicht hier. Oh, flip. Flip, shit. Au. So, jetzt bringe ich erstmal ein paar von denen hier um. Hoffentlich laufen sie zu mir. Komm, komm, komm. Der hat jetzt meinen anderen angecharged. Das ist doof. Man kann ja natürlich mit so einer Sprungattacke auf die Typen angreifen. Das habe ich am Anfang nicht die ganze Zeit gemacht. Aber so, bam. So, bam. Einfach durchjumpen und sagen, nimm dies, Junge. So, da ist er jetzt durchgelaufen, durch 2 von den Teilen. Ist er endlich mal tot hier? Nein. Er hat nur ein bisschen Schaden gekriegt, nicht viel. Nur ein bisschen. Oh, der macht Shockwave. Der ist tot. Der ist tot. Wir haben tot gekriegt, dank Flammen des Inferno haben wir einen Platt gekriegt. Wir jetzt schnell raus hier. Schnell raus! Ja, komm, bleib, geh down. Geh down, aber bleib unten. Nicht jetzt lange rum philosophieren, sondern schnell raus. Raus, 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 raus. Junge, hör doch auf, dich zu reviven. Wir könnten am Ausgang sein. Welche wollten unbedingt noch Caches einmal sammeln gehen. Stundenlang. Und dann sind wir fast noch abgekrebst gegen Ende. So, wäre liegen geblieben, wären wir jetzt draußen. Aber jetzt womöglich kämpft er davon noch lange rum. Hoffe ich mal nicht. Boah, es ist eine knappe Sache. Sag ich jetzt schon. Es ist eine sehr knappe Sache. Gerade wenn die Leute meinen, sie müssten mit Faust und Fuß in die Typen reinspringen alle. Aber hey, manchmal hat man Glück und man schafft die Sache einfach und dann, bam. Da es eine Nightmare-Mission ist, kann man natürlich auch hier Nightmare-Mods rauskriegen. Aber mal im Ernst. Macht normale Nightmare-Missionen. Damit ihr euch das nicht antun müsst. Für das Sigil kann man es ja mal machen, aber auch das ist auch mit Bär so wie pff. Brauchen tut man es nicht. Brauchen tut man es nicht. Ja. Ja, der eine hat super viel Schaden gemacht, aber das ist jetzt irgendwie auch gerade völlig sinnlos gewesen. Leider hat man kaum Fähigkeiten. Eigentlich überhaupt keiner, nämlich da drinne. Und am Ernst, einfach alles schon ausweichen, rumfliegen, rumsegeln, ja, nicht mit den Typen lange Nahkampf gehen. Und dann hat man auch gar nicht so großartig das Problem, dass man dort stirbt ständig. Weil man muss halt weggehen von der Idee, wie man normalerweise spielt, zu sagen, oh, ich bringe jetzt einfach mal alle um. Du hast 50 Schild und 50 Lebenspunkte. Wenn ein Gegner dich voll trifft, bist du wahrscheinlich direkt tot. Wie wär's mit sein lassen? Aber okay, das muss jeder sehen, wie er will. Vielleicht sagt der andere, naja, du kannst mal alle kaputt schlagen. Natürlich kann man alle kaputt schlagen, aber dann ist halt die Chance dann, da das irgendeiner von denen mal einen Schlag durchkriegt, man ist dann selber direkt hinüber. Muss das sein? Ich denke nicht. So, lass uns mal so stehen. Wie immer, danke fürs Zusehen und viel Erfolg bei dem Halloween-Event. Das erste ist auch sehr viel einfacher, aber ähnlich aufgebaut. Aber dafür gibt es immer einen Roken Catalyst. Und so ein Catalyst zu haben für die Waffen ist sehr schön. Gut. Sei schon mal ein schönes Halloween. Bis die Tage. Und tschüss.